Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Und willkommen zurück zu Metroid Prime 3 Corruption. Da steht's nochmal. Tolles Spiel. So, Part 13 und we are good to go. Wir, wenn das jetzt mal laden würde. Ich sollte wirklich mehr auf der Wii U spielen, da sind die Ladezeiten zumindest besser. Ne? So, also, Brühe. Wir hatten die beiden Geschütztürme kaputt gemacht. Stimmt ja. Oh, sie hat uns aber ziemlich Cass gerade angeguckt. Das ist sehr nice. Lass uns... Oh ja, wir haben... Ja, das ist sehr nett, dass du mir das nochmal erklärst, nachdem ich wieder gekommen bin. Das auf jeden Fall... You must fly there and find a way to destroy it. Was zur Hölle ist da abgestürzt? Das war ich aber nicht. So. Verrettes Schiff scheint von der Explosion des Schildgenerators erfasst worden zu sein. Verstehe. Mistviecher. Dam di da. So ein Hypermode ist echt was Feines. Muss ich ja sagen. Muss ich ja ehrlich sagen und zugeben. Beziehungsweise eigentlich habe ich ja nie abgestritten. Ja, ja, ist ja okay. Haut halt ab! Hey! I'm back, bitches! Gibt's hier was? Komm schon, so richtig obvious, mies versteckter Missile-Container unter irgendeiner Brücke. Nicht? Gut, dann hat das halt nur in Metroid Prime 1 funktioniert. Natürlich gehen wir speichern und an Bord. Denn wir haben... Bossfight Time! Ich will in diesen Keim rein. Sieht man? Ach nein, natürlich nicht. Ha! Mein Schiff steht ja gerade, dann kann ich natürlich nicht links und rechts die Knarren ausfahren. Schade. Ich wollte eigentlich sehen, ob man die Raketen irgendwie bemerkt. Weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir mal abwarten, bis wir irgendwann mal wieder im Orbit rumcruisen. Ich habe Staub im Hals. So, also auf zum Keim. Diese böse Saat, die sowohl Luminoth als auch einen Stamm der Chozo irgendwie voll ausgerottet hat. Ich meine, überlegt mal, wie lange solche Dinger schon im Universum rumcruisen. Wie lange es Phazon eigentlich schon geben muss. Das ist doch sehr vertraut hier. Primitiv intelligentes organisches Gebilde verfügt über gefährliche Phazon-Tentakel. Was machen die? Verstehe. Eine von mehreren Drüsenstrukturen, die enorme Massen von Phazon ausstoßen. So.
Tür verfügt über schwaches Energiefeld. Abschirmung lässt sich mit beliebiger Waffe deaktivieren und Tür zu öffnen. Parasitärer Pilz ist zur Versorgung auf den Keim angewiesen. Er ist mit Phason angereichert, aber ungefährlich. Gut. Sieht schon wieder alles so richtig toll aus hier. Bist du? Freiliegende Zentrum dieser organischen Masse scheint ihr einziger verwundbarer Punkt zu sein. Das. Bäh. Das sieht cool aus hier. Schaut mal da unten rein. Das ist ja wow. Es sieht wirklich aus, als wenn wir in so einem. Ja, so Leviathan passt schon ziemlich gut. Hi. Große Mengen konzentrierten Phasons ergießen sich aus dem Kern des Keims auf den Golem. Antiker Reptilikus Kriegsgolem bezieht seine Energie aus dem Kern des Keims. Gut. Dann, Hi. Ist das jetzt ein Reptilikus-Ding oder ein Golem-Ding? Oder, also es ist wahrscheinlich beides, aber... Also ist dieser Golem auch ein Reptilikus-Ding? Er scheint zumindest ein bisschen intelligenter zu sein. Das sind sehr schöne, rote, auffällige Nupsis, die du da hast. Okay. Morphologie Morgana. Und zwar anscheinend das Original. Der verseuchte Kriegsgolem wurde mit Phason reanimiert und aufgeladen. Seine Energie bezieht er aus den gesockelten Energiekugeln. Diese Kugelkörper haben eine fragile Außenschicht. In ihrem Inneren befindet sich aber reine Phason-Energie. Zur Zerstörung muss diese Energie komplett überladen werden. Die Neutralisierung aller Energiequellen ist die einzige Möglichkeit, den Morgana außer Gefecht zu setzen. So, Leute. Das hier ist... Wow, wow, wow. Er lacht! Ernsthaft, er lacht! Du kannst mir nicht erzählen, dass der nicht auch intelligent ist. Der lacht! Der Huren. So, was wir jetzt hier also haben, ist genau das gleiche wie Metroid Prime oder der Ing-Imperator aus den ersten beiden Spielen. Nämlich, der Keim sucht sich das dickste Etwas auf diesem Planeten, lädt es so wie Sau mit Phason-Energie auf, macht es sehr, sehr stark, um sich selbst zu schützen. Das heißt, er korrumpiert einfach nur das stärkste Lebewesen auf dem Planeten direkt mit einer Riesenmenge Phason als Schutzreflex. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache so. Also die Idee ist gut, ja. So, wie kann sowas Fettes und Langsames sich meiner Zielerfassung entziehen? Einfach nur, indem es mal eben hüpft. So, hinten ist noch eins. Beschädigung des Kugelkörpers hat Phason-Kern freigelegt. Durch Überladung des Kerns mit Phason-Energie lässt er sich zerstören. Ah, okay. Mach auf. Ey! Mann! Hallo?
Nein, du wirst dir nicht eine neue Murmel schnappen. Da habe ich was gegen. Na komm schon. Oh, fick dich doch. Was hast du vor, hä? Schieß mich doch ab, ich bin im Hyper-Mode, du Idiot. Aha. Was ist denn das nur wieder? Phason-Kristalle speisen eine Schutzbarriere. Eine Explosion im Bereich der Füße könnte sie eventuell zerstören. Na toll. Ach, shit. Komm her. Mach auf jetzt. Oh, fick dich, Mann. Deine Geisterhände gehen mir auf den Sack. Energy Tank eingespritzt. Überladen? Danke. Komm, 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 komm. Was? Hast du gerade meinen Hyper-Mode beendet? Weil du Kontrolle über Phason hast? Oh Gott, fuck, Alter! Oh. Peng! Tada! Bang! Na komm schon! Mach auf! Au! Mach auf den Scheiß! Lach nicht! Arsch! So. Was? Ta-da-da-da. Danke sehr. Noch gucken, dass ich keine Scans verpasse. Ich möchte einen Boostball haben. Das wäre. Ah, fuck, 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 fuck. Ah, du behinderte Sau. Tada. Arsch. Na, komm. Mach kaputt! Los, geh auf! Geh auf! Lock on, Schlampe! Los! Ist offen? Na gut. Das war viel, Phason. Ja, das war viel.
Ja, wir sind ein bisschen blauer geworden. Kommt sie. Ja, komm. Und direkt runter damit. Es kommt. Bäh. Ist das eklig. Ja, wir sind ein wenig... wenig verseuchter geworden. Mit einem neuen Verseuchtheitsstatus können wir natürlich auch ein bisschen mehr Zeug haben. Erweiterung für den Anzug erhalten, Hyperball einsatzbereit. Nice. Im Hypermodus durchdrücken von C den Morphball aktivieren und dann A gedrückt halten, um den Hyperball einzusetzen. Zusätzlicher Dateneintrag. Go! Schön die gelbe Leiste offen und überlad den Scheiß. Bläh. Zum Abgehen von Fels und Energie in den Kern. Ja, dann drücken wir mal. Du bist kaputt, du Nupsen. So, Ja? Gut, Job erledigt. One down. Brio is now saved from further phase on corruption. Thank you, Samus. Your next objective will be Elysia. Though Gore is stationed there, the Leviathan's phase on contamination is still spreading. The impact point is hidden deep within the storm clouds of this planet. You will not be able to reach its location. Okay. Die Aktion wird geil. You may land near an automated research facility floating high above the surface. Where GF Aurora Unit 217 is stationed. Unit 217 has been infected by the corruption virus and is currently offline. I have uploaded a program to your suit that will purge any traces of corruption in the AU and restore its functionality. Ach, hast du das einfach so mal gemacht, ohne mich zu fragen? Wie nett von dir. Ohne Scheiß, diese Aurora-Einheiten, ich mag sie nicht. Once Unit 217 has been restored, it will help us find a way to destroy the Leviathan. We are concerned about Gore ever since he lost contact with us. We hope he is safe. Good luck, Samus. Vorgabe erfüllt. Schön. Können wir jetzt mal Missiles gucken? Ne, sieht genauso aus wie vorher. Schade aber auch. So, Leute. Wir können jetzt nach Elysia. Wir könnten auch... Ja, also Norion ist natürlich immer noch ein Ziel. Auf Norion können wir auf jeden Fall ein bisschen Backtracking machen, aber...
das heben wir uns auf. Ich will nicht für jedes neue Item, was wir bekommen haben, nach Norion, um zu gucken, ob wir uns dann ein oder zwei Energy Tanks krallen können oder was. Also fliegen wir nach Elysia. Aber im nächsten Part. Ach, obwohl. Ankommen können wir ja noch. Ich kann euch ein bisschen Wasser im Mund machen, oder? Elysia ist cool. Ja, hi, ne? Da ist direkt schon unser Kern. Wir wollen zur Himmelsstadt von Elysia. Ist das nicht nice? Sieht auch sehr nach Chozo aus. Tada! Das sieht sehr nach Chozo aus. Auch diese Hauptlandebucht ist ein wenig Metroid Prime 1. Ne? Schön, dass die Chozo ja so absolut alles im Universum geprägt haben. Und das ist ja auch zuletzt, nicht nur zuletzt sehr praktisch, weil unser Anzug sehr modular auf Chozo-Technologie aufbaut. Sehr voll toll oder so. Okay, also Leute. Liken, abonnieren und kommentieren und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder. Dann gucken wir mal, was diese Himmelsstadt so alles für uns bereithält. Und bis dahin, guckt euch doch noch die anderen Projekte auf unserem Kanal an. Also, farewell, folks. Blink out.